Ja, das hier ist neu. Der weiße Badeanzug. Waffen werde ich vermutlich keine brauchen, aber ich nehme mal Sturmgewehr. Because, scheiß drauf. Ich habe viele Waffen nie benutzt. So, das ist also jetzt ihr weißer Badeanzug, den man freischaltet, nachdem man das Spiel quasi beendet hat. Absolut. Ich finde den anderen eigentlich schöner, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Hätten einen Bikini machen können. Warum nicht? Wäre schön gewesen. Aber gut. Bin es nur ich oder ist das Meer hier so rötlich? Sind es die Wolken, die da drauf spiegeln? Das kann sein. Naja, gut. So, also. Ich werde erst, wie gesagt. Erst nicht im Wasser rumsuchen. Weil das mir sehr, sehr lange dauern kann. Und es ist auch hier schon wieder so stockdunkel. Da war es ja im normalen. Also in dem Nordmeer war es natürlich heller, weil da war überall Eis. Aber wie gesagt, ich gucke erst einmal an Land. Und dann gehe ich ins Wasser. Es ist ja hier Schatzsuche, das heißt, es ist alles freigeschalten direkt. Ich muss keine Rätsel lösen. Ich kann direkt rein. So, jetzt habe ich quasi noch, wenn ich das jetzt ausgeschlossen habe, habe ich zwei Räume, wo ich noch die Schätze haben kann. Die Main Hall mit dem Oktopus, wo halt gewaltig ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und draußen im Wasser. Das ist sogar das ekelhaftere von beiden. Ist aber besser, wenn sie tot ist. In dem Fall. Weil so komme ich safe auf die andere Seite. Vielleicht war das zum Beispiel der Grund, warum ich hier nicht ordentlich geguckt habe. Und hier haben wir nämlich einen Schatz. Den habe ich nie gefunden. Das wäre jetzt der erste. Weil ich das Relikt gefunden habe und dann ging es von da aus nur noch weiter und nicht mehr zurück. Und deswegen habe ich dieses Relikt hier nicht gefunden gehabt. Vielleicht finden wir hier sogar noch eins. Ist ein Medpack, das habe ich auch nie gefunden gehabt. Ist natürlich klar. Waren ja beieinander. Ich war hier quasi nie. Wenn ich Glück habe, ist hier noch eins. Aber nein. So, hier kommt man nicht rauf. Wir sehen davon, dass es hier auch nichts gibt. Hier gibt es nur dieses Loch. Da am Grund irgendwas. Kann unendlich tauchen, weil sie hat eine Taucherausrüstung. Das ist natürlich schon gut. Da ist was. Noch ein Schatz gefunden. Da waren es nur noch sechs. So, hier gab es mehrere Eingänge. Einer davon war der da. Und da war auch ein Schatz. Der war hier. Der war voll eklig. Die Frage, wo würde man hier Schätze verstecken?
Die Strukturen ums Main Building habe ich auf jeden Fall begutachtet, das weiß ich. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Nice. Noch eine. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gelandet bin. Das ist wirklich nur eine Höhle? Für diese Versteck gewesen. Nice. Das heißt, die könnten überall Höhlen sein, die ich gar nicht begutachte, weil ich nur nach diesen Höhlen geguckt habe, die storybedingt waren. Das heißt, sie könnten überall Höhleneingänge auch sein. Dann sollte ich die aber auch alle angucken. Hier zum Beispiel auch ein Eingang. Aber hier war ein Fragment. Deswegen war ich hier schon. Müsste hier gelegen sein. Da ist auch einer. Oh, Gott sei Dank habe ich mich da gründlich umgeschaut. Wo waren der jetzt nochmal? Hier drin, ne? So, und hier kommt man wieder raus. So, dann schauen wir mal zur nächsten Höhle. Anscheinend beinhaltet jeder dieser größeren Orte einen Schatz. Wie viel fehlen wir noch? 4. Hier ist auch ein größerer Ort. Gibt es da einen Höhleneingang? Da gibt es einen Höhleneingang. Und ich glaube, auch hier war ich noch nie drin. Ja. Waren schon nur noch 3. Krass. Es ist mir völlig entgangen, weil ich nur
auf die Hauptscheiße geguckt habe. Und ewig das Hauptgebäude durchgesucht haben. Und ich dachte mir, okay, die werden doch niemals die random einfach auf dem Boden platzieren. Ja doch, das werden sie. Und das tun sie auch. Because reasons. Main reason hate me. Hier könnte auch ein Eingang sein. Ist es auch. Woher weiß ich, wann ich alle begutachtet habe? Yep, ich hab's berührt. Das tut weh. Hier muss auf jeden Fall was sein, weil ich war hier definitiv nie drin. Ah ne, das ist ein Hauptraum. Das heißt, hier musste man hingehen. Aber auch hier ist wieder was. Jetzt wird es langsam kritisch. Es sind nur noch zwei. Oh Gott, von wo komme ich jetzt hier eigentlich? Von da? Oder von da? Oh Scheiße, jetzt geht's los. Jetzt wird's schwierig. Ich weiß nicht mal mehr die Richtung, aus der ich gekommen bin. Ich habe einen gezeigt bekommen, den hätte ich nie gefunden. Das ist... Uff. Schwimmen wir mal zurück. Den habe ich auf jeden Fall nicht. Da wette ich drauf. Bis dann. Und zwar direkt am Eingang, oben drüber, irgendwie so leicht rechts, muss dann Eingang sein. Also nicht wirklich ein Eingang. Ja, ich finde dann selbst jetzt mit Beschreibung nicht. Da vielleicht? Gott, ich muss nochmal das Video anschauen. Relativ weit oben. Hier? Da. Ja. Bingo.
Das war der eine, den ich nicht gefunden habe. Und jetzt den zweiten. Okay, dann ist hier noch ganz gut versteckt eins. Da. Das habe ich übersehen. Jesus. Naja, gut, dann haben wir das auch erledigt. Und gehen jetzt nach Thailand. Gut, diesen Abschnitt haben wir geschafft, nach 2 Stunden. Jetzt gebe ich mir wieder 1,5 Stunden Zeit, um die nächsten zu finden. So, funktioniert das Streaming überhaupt noch? So, nehmen wir doch wieder das leichte Outfit. Und das Sturmgewehr. Okay, also, wir haben jetzt 2 Stunden im Spiel. Ich sag jetzt 2,5 Stunden gebe ich mir wieder. 1,5 Stunden. 1,5 Stunden, dass dann quasi 3,5 dasteht. Und bis dahin muss ich die letzten 4 Schätze gefunden haben, sonst gucke ich wieder nach. Das ist eines der geilsten Momente im Spiel. Die Aussicht hier ist richtig gut. Ein Glück. Dann gehen wir mal weiter. Wenn ich mich noch erinnere, wie das ging. Irgendwo war da ein Pfad. Ach ja. Eine sehr schwierige Passage eigentlich, weil man da abrutschen könnte. Auf der anderen Seite sehe ich was. Oh, schaut mal, das ist doch interessant. Es wird einen nach dort gezogen, aber theoretisch könnte ich darüber springen. Tada, ich habe es gefunden. Nein. Ist weit genug. Da ist auch ein Schatz. Bingo. Ich habe meinen ersten Schatz gefunden. Nur noch 3 to go. Gibt es hier einen schnellen Weg nach unten? Klar, das ist ein Gegner, den man jetzt bekommt, weil man ihn vorher noch nicht hatte.
Jetzt muss man sich dem Quatsch natürlich nochmal gönnen. Kann man sich abseilen mit dem Ding? Will ich jetzt aber nicht. Warum kann man überhaupt hier sein? Ja, auch seinen Grund. So. Du sollst da nicht drauf rumklettern, Mädel. Nimm's in die Hand. Ah, jetzt wird's mir kurz angezeigt. Kurz bevor... Okay, jetzt habe ich das Spiel zum Abstürzen gebracht. Ah ja, ich habe einen Bug gefunden. Schön. Schön, schön, schön. Auch nur deswegen. Und so hätte man dann hier auch rüber gekonnt. Hier ist eine Höhle. War ich da schon jemals drin? Komm, einen möchte ich noch finden. Einen Schatz. Zumindest einen. Dann habe ich wieder zwei nicht gefunden. Da, schau. Habe ich doch gesagt. Und jetzt schaue ich mich trotzdem nochmal um. Da hinten ist das einzig Auffällige noch. So. Den Schatz hole ich mir. Jetzt ist man natürlich hier komplett eingesperrt. Nee, hier kommt man ja gar nicht mehr raus. Und jetzt sind wir auch schon wieder durch. Was das Einzige, was ich jetzt noch probieren kann, ist... dieses eine Ding, wo ich festgesteckt bin. Dass ich da nochmal schnell hingehe. Aber dann wird es wieder Zeit nachzugucken, wa? Schade, auch hier... zwei gefunden, zwei nicht gefunden. Frag mich, wo die dann waren.
Oder man kommt hier hoch? Nee, kommt man nicht. Nein. Oh, bitte nicht. Man landet wieder hier. Nein, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Wieder die gleiche Stelle durchzulaufen. Nein, dabei wollte ich schnell sein. Aber gut. Das passiert, wenn man versucht, schnell zu sein. Dann macht man es doppelte. Deswegen lieber einfach richtig machen. Jetzt habe ich was gesehen. Etwas, was vorher nicht in meinem Blickfeld war. Vielleicht habe ich hier was gefunden. Muss ich mal nochmal genauer angucken. Hier sind nämlich... Da schau her, das ist ein Artefakt. Wow. Ich glücklicher. Hab durch jetzt die Dummheit, die ich jetzt immer wieder begangen habe, Artefakt gefunden. Dann fehlt mir tatsächlich nur noch eins. Aber wie komme ich dorthin? Et voilà. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Also jetzt habe ich Blut gewittert. Das könnte alles hier sein. Da unten zum Beispiel. Wobei, da war ich schon. Aber ich will es jetzt trotzdem wissen. Klar, hier war ich schon, aber da gibt es jetzt auch noch einen Weg nach unten, oder? Vielleicht sollte ich mich einfach im Wasser hier so ein bisschen nach oben und unten umschauen. Aber man sieht hier leider nichts, das ist das Problem. Man kann es hier nicht ausmachen. Also man kann nicht nach oben oder nach oben wirklich gucken.
geht erst hier. Dass ich den Schatz nicht gefunden habe. Krass. Jetzt fehlt nur noch quasi der eine Schatz. Wo auch immer du steckst. Kann natürlich auch irgendwo unten rum sein. Ist der Schatz? Ach du Scheiße, da ist er. Ich krieg alle. Und ich muss noch nicht mal nachschauen. Yes, dann habe ich nur in zwei Leveln verkackt. Und beides waren Level, wo man mehr schwimmen musste. Und das ist verzeihbar. Oh mein Gott, das wird sie umbringen. Stirb! I did it! Woohoo! Oh. Yeah. Das heißt, ich hab's geschafft. Alle Schätze. Hooray! Oh Gott. Hammer. So, dann schaue ich jetzt mal, was ich dadurch freigeschalten habe. Das war aber, glaube ich, alles schon freigeschalten. Aber ich kann ja quasi einmal ein Recap machen von vorne. Alle Sachen, die ich bis jetzt freigeschalten habe. Weil... ich dürfte jetzt auch hier alles freigeschalten haben. Ja, habe ich. Einzig, was dann noch fehlt, sind die Storyboards. Und die schaltet man nur durch eine Sache frei. Und das ist der Hardcore-Modus. Aber das würde ich mir dann das nächste Mal gönnen. So. Also. Das war im Mittelmeer der Eingang. Hier war die Krakenhöhle. Die Haie, die wir auch getötet haben. Auch hier der Eingang. Das ist die Krakenfalle gewesen eigentlich, die sie gebaut haben, obwohl sie gar nicht wussten, dass ich mal irgendwann eine Krake einbauen kann. Hier waren wir gerade eben. Da haben wir den ersten Handschuh bekommen und dieses doppelte Zwittergezeugs hier. Es war unter Lara Crofts Höhle. Die wurde dann halt auch zerstört. Dann haben wir uns den nächsten Handschuh geholt. Hier in diesem blauen Raum. Das war, ach, das war auch ekelhaft. Dann haben wir uns Thors Hammer, glaube ich, gegönnt. Müsste hier gewesen sein im Meer. Dann haben wir Nadla befreit. Sind unter Wasser gegangen. Da war dann die Midgard-Schlange und das passt dann eigentlich auch. Dann haben wir hier die Charakterkonzepte. Einmal Sip hier. Der hat überlebt, der hat auch überlebt. Die hat auch überlebt. Der ist tot. Die ist tot. Die sind alle auch tot. Die ist auch tot. Die ist sowas von tot. Katzenleibeigener. Ein Katzenleibeigener? Boah. Kann mich nicht erinnern, dass ich den nie gesehen habe. Kraken. Sind die neuen Sachen, die freigeschalten wurden. Jaguar-Helmet. Bow. Jawbones. Okay. Sind teilweise Sachen, die wurden nicht ins Spiel benutzt, glaube ich. Wikinger-Leibeigene.
Ja, und der Yeti. Der kam dann am Schluss so vor, so viel vor frühes Konzept von Lara. Der weiße Badeanzug, den ich freigeschalten habe. Einzige, was ich nie gespielt habe, war das schwere Outfit Winter. Den habe ich nie gezockt. Naja, gut. Dann haben wir das durch. Ich werde dann meinen Speicherstand sichern. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht es darum, die letzten Sachen noch freizuschalten, nämlich das Storyboard. Und das kann man nur, indem man den schwersten Modus von dem Spiel spielt. Naja gut, das ist schon das höchste Schwierigkeitsgrad. Und den Hobbyforscher Tomb Raider habe ich gespielt. Hobbyforscher habe ich nie gespielt, hat auch einfach keinen Sinn. Und Überlebenskünstler wird dann quasi das nächste Mal sein. Da werde ich mir wahrscheinlich schon um 2 das Spiel gönnen. Und das einfach nochmal durchrushen ab 2 Uhr. Sonntag 2 Uhr müsste es dann nächste Mal dann losgehen und dann hau ich das durch. So. Aber das schaffe ich heute sowieso nicht mehr. Also werde ich es auch gar nicht erst probieren. Gut. Achievements gibt es ja leider nicht. Deswegen tue ich mir das alles an, ohne dass irgendjemand jemals aus meinem Profil lesen kann, dass ich das gemacht habe. Also natürlich aus in meinem Twitch-Account. So, ich verabschiede mich oder verabscheue mich für heute nach 3 Stunden 43. Das ist ganz okay. Gucken wir mal, ob man noch jemanden raidet.